Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute wieder eine Trading-Kakerlake mitgebracht. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Anruf. Hallo, guten Tag. Ja. Hier ist Kontoapparat Trainer am Apparat. Ich rufe Sie von der Innerste Finance Webseite an. Aha. Gut, gut. Sie haben sich über unsere Webseite angemeldet. Sind Sie jetzt auf unserer Webseite? Jetzt gerade nicht. Gerade nicht? Nee. Sind Sie auf Bitcoin Coach noch? Werbungsseite? Nein. Okay, können Sie bitte nochmal, haben Sie jetzt Zeit eigentlich? Gleich, ja. Okay. Na, darf ich wissen, haben Sie schon mal Erfahrung über Onlinehandel? Bis jetzt noch nicht, nein. Noch nicht, okay. Sie werden als Anfänger professionelle Finanzberater haben, ja? Ja. Und während der Zeit, dass Sie mit uns anhandeln, werden Sie auch Kompetenzmöglichkeit haben, um das alles richtig zu verstehen und eine Erfahrung zu haben. Und danach entscheiden Sie, machen Sie das weiter oder nicht. Ja. Gut, gut. Okay, und Sie werden dann auch... Haben Sie sich schon über die Beträge gelesen? Wie? Haben Sie entschieden, mit wie viel Sie anfangen wollen? Wie viel muss ich denn? Haben Sie entschieden, mit wie viel Betrag Sie anfangen wollen? Nein. Nein? Nein. Hallo, hören Sie mich? Ja. Ihre Stimme kommt so... Was denn? Hallo? Ja, hallo. So, unser Mindestbetrag ist 250 Euro, ja? Gut, gut, ja. Und wir haben noch 500 Euro und 1000. Nee, das ist ein bisschen viel. Mit wie viel wollen Sie dann anfangen? Das Erste. Erste. Benutzen Sie Kreditkarte oder Online-Banking? Das habe ich beides. Wie bitte? Beides. Beides, okay. Einen Moment, bitte. Ja, ja. Können Sie bitte Ihre E-Mail? Momentchen. Es ist claudius1992@googlemail.com. Ja. Sie kriegen gleich E-Mail von Linda Janssen. Aha. Ist die nett? Bitte? Ist die nett? Nochmal? Ist sie nett? Ich höre nicht. Nee, jetzt? Hallo? Test 1, 2. Hören Sie mich? Ja. Ja, sind Sie. Ihre E-Mail-Adresse ist nicht richtig. Nee? Wieso? Oh, ich habe einen Code geschrieben. Was? Einen Moment bitte, ich gehe nochmal. Ja. Jetzt bitte, gucken Sie. Was denn? Entschuldigung. Ja, angenommen. Wie bitte? Angenommen. Okay, klicken Sie darauf. Wo drauf denn? Auf den Link. Was für ein Link? Wie bitte? Was denn für ein Link? Hab ich doch geschickt. Ach so, haben Sie ja nicht gesagt. Ja, genau, hier haben wir wieder den Moment, wo man sich fragt, was sich die Betrüger eigentlich denken, wenn sie bei einem anrufen. Denn irgendwie gehen die jedes Mal davon aus, dass man schon perfekt vorbereitet ist und der Computer hochgefahren ist, das Telefon bereit liegt und ja, am besten die Einzahlmöglichkeiten, E-Mail schon geöffnet. Also ich weiß nicht, was die da gesagt kriegen in dem Callcenter, aber... Ja, meistens ist es so, dass direkt das Telefon klingelt, wenn man die Daten eingibt. Manchmal ist da aber auch Zeitverzögerungen drin von 5 Minuten, manchmal einen Tag, manchmal eine Woche, manchmal noch länger, wo die dann erst später anrufen. Und ja, dann habe ich doch die Seite nicht mal mehr auf. Also ja, weiß ich auch nicht. Also was die sich jedes Mal dabei denken, ist wirklich phänomenal. Dann mache ich ja... Ja? Wie
Ihr Nachname? Da steht er da nicht? Nee, steht nicht. Wie? Steht nur Claudius. Nee. Darf ich Ihren Nachname haben? Na, ich dachte, Sie wissen den. Nee, habe ich nicht. Wie meinen Sie das? Wie bitte? Na, ich habe doch alles ausgefüllt. Nee, haben Sie nicht. Nein? Nee. Aber mein Nachname ist doch Lümmeltütchen. Das glaube ich nicht. Warum nicht? Weil es nicht sein kann. Dann glaube ich Ihren Namen auch nicht. Wie bitte? Dann glaube ich Ihren Namen auch nicht. Glauben Sie da nicht? Was kann ich sagen? Weiß ich nicht. Was ich werde mit Sie weiterreden, wenn Sie seriös sind. Ja, Herr Claudius. Ich weiß eigentlich nicht, ob Sie auch Claudius heißen. Dann sind Sie nicht seriös. Wie bitte? Sind Sie nicht seriös? Ich bin seriös, aber Sie nicht. Warum nicht? Sie verschwenden Ihre Zeit vielleicht oder Sie machen ein YouTube-Video vielleicht. Wieso? Ich weiß nicht. Wie kommen Sie auf sowas? Ich weiß nicht, Sie wissen darüber, ja? Wenn, warum Sie nicht seriös sind, verstehe ich jetzt nicht. Nein. Hallo? Hallo. Oh, ich... Was denn du? Ich verstehe nicht, ja? Wenn Sie Interesse jetzt haben, haben Sie meine E-Mail bekommen, ja? Nee. Nee, gucken Sie dann bitte. Ich gucke mal. Wo muss ich da gucken? Wie heißt es? Linda Jansen. Ja. Nix da. Nochmal? Da ist nix. Gucken Sie, Spam? Warte. Nee. Auch nicht? Nee. Wozu brauche ich das? Um Einzahlung zu machen? Geht das nicht auf der Webseite? Geht auch. Da bin ich. Okay, machen Sie dann. Wo denn? Sehen Sie Deposit oder Einzahlung? Geht es auch auf Deutsch? Ah ja, hier. Das können Sie die Sprache wählen. Moment. Ach, jetzt habe ich mich verdrückt. Jetzt ja, jetzt ist Deutsch. Einzahlung geht nicht. Ist grau. Hallo? Ja, was sehen Sie dann? Neue Einzahlung. Haben Sie Kreditkarte, ja, haben Sie gesagt. Ist es Visa oder Mastercard? Na, ist eine silberne. Wie bitte? Eine silberne. Eine was? Silber. Master oder Visa-Card? Ich glaube Visa. Es fängt dann mit 4 oder 5? Ich gucke mal. 4. Dann ist es Visa-Card. Welche Bank benutzen Sie? Sparkasse. Sparkasse? Mhm. Kann ich es auch von meiner Seite machen? Wie denn? Ich werde von meiner Seite Einzahlung machen. Sie müssen von Ihrer Seite bestätigen. Ja. Geht es? Ja. Darf ich Ihre Postleitzahl haben? Ja. Okay, sagen Sie. 12055. Okay. Nochmal? 12055. 12055. Wir sind in Berlin. Neukölln. Straße bitte. Braunschweigerstraße 77. Was? Buchstabieren Sie bitte. Ein B. Was? B. Ja. R. Ja.
Braunschweigerstraße? Ja. Welche Haus? Hausnummer? 77. Nochmal? 77. Okay, darf ich Ihre 16 Nummer haben von Visa-Karte? Ja. Sagen Sie bitte. Hier. Ja. 1. Ja. 7. 7? Ja. Ja. 0. 0. 1. 1. 6. 6. 8. 8. 5. 3. 6. Dann. 7. Ja. 5. 0. 2. 5. 1. So, ich wiederhole nochmal. 4170-1685-2675-0251. Richtig? Nein. Nein? Nein. Sagen Sie nochmal. Da 4170-1685-3-6-7-5-0-2-5-1. 2675-0-251? Hm. Ja? Jo. Und Ablaufdatum bitte? 03-21. Okay. Naja, Durchhaltevermögen hat die nette Lady ja, dem Anschein nach. Also zumindest gibt sie hier noch nicht auf. Und lässt sich den ganzen Blödsinn tatsächlich durchbuchstabieren. Aber grundsätzlich, eins sollte schon mal klar sein. Seine Kreditkartendaten, die gibt man auf keinen Fall einfach so am Telefon durch. Auch nicht, wenn man denkt, dass man da irgendwas mit bezahlen kann. Man gibt sie selbst ein. Also komme, was wolle. Man sagt seine Kreditkartendaten nicht einfach so am Telefon. Denn, naja, keiner von euch sieht, ob die das sich aufschreibt. Mittlerweile ist eine Kreditkarte ja mit diesem Secure-Code, also dass man eben nochmal einen TAN oder sowas dann eben per Handy zugeschickt bekommt. Dadurch ist die Geschichte zwar etwas sicherer, aber grundsätzlich sollte es auf jeden Fall nicht so sein, dass eure Daten irgendwo im Umlauf sind und irgendjemand die sich halt quasi wegspeichert und mitschreibt. Ja, und die Kontrolle gebt ihr hier komplett aus der Hand, weil ihr nicht wisst, wo das jetzt hier hingeschrieben wird, ob sie sich das irgendwo notiert. Naja, und dann können die Daten natürlich auch für irgendwas anderes missbraucht werden. Und selbst wenn eure Kreditkartendaten irgendwo in Erwähnung treten, dann könnte das immer schlecht für euch sein. Von daher lieber sowas ganz sein lassen und nicht die Kreditkartendaten einfach irgendwie am Telefon durchbuchstabieren. 21. Das ist schon 21 letztes Jahr. Ach ja. Ups. Ist nicht gültig hier mehr. Hm. Haben Sie auch Online-Banking? Ja. Benutzen Sie WhatsApp? Nee. Nee? Nee. Okay, können Sie bitte, Sie haben gesagt, Ihre E-Mail-Adresse ist claudius1992@googlemail.com? Mhm. Warum haben Sie dann mein E-Mail nicht bekommen? Weiß ich nicht. Was können wir dann machen? Wenn Sie meine E-Mail nicht bekommen, kann ich nichts machen. Warum? Haben Sie keine andere Kreditkarte? Doch. Haben Sie doch. Eine, das gültig ist, ja? Eine Karte, das gültig ist. Ja. Ja, der Tante ist es tatsächlich gleich mal aufgefallen, dass die Karte abgelaufen ist. Wir hatten allerdings auch schon einen Anruf, ja, wo die andere Tante eine ganze Weile rumgewundert hat, warum denn die Karte nicht benutzt werden kann, bis ihr dann irgendwann mal aufgefallen ist, dass sie abgelaufen ist. Hier wurde allerdings tatsächlich mal aufgepasst, aber naja, es geht ja immerhin auch um das Wichtigste, um die Kohle. Naja, das sollte man natürlich auch schon mal wenigstens ein kleines bisschen hinhören, was der Kunde da so am Telefon von sich gibt. Naja, aber hier ist das Spielchen natürlich noch nicht ganz zu Ende. Können Sie dann sagen, haben Sie es bei Ihnen? Ach so, dann suche ich. Ja, bitte. Hm. Haben Sie gefunden? Nee.
Also wenn man hier bei diesem Callcenter wieder genau im Hintergrund hinhört, da ist Gekreische, da ist Gelache, da ist wieder jede Menge Partymusik. Tja, wirkt ein bisschen so, als hätten die da alle richtig Spaß auf der Arbeit. Tja, natürlich. Ich meine, wenn man die Leute verarscht und abzockt, da muss man das natürlich auch irgendwie mit Musik wenigstens halbwegs ertragbar machen auf der Arbeit. Ich weiß nicht, was das immer soll, aber hier hört man im Hintergrund wieder richtig klar und deutlich exakt sauber raus, dass das kein seriöses, vernünftiges Callcenter sein kann. Denn bei einem vernünftig seriösen arbeitenden Callcenter ist es vielleicht laut im Hintergrund, das kann schon mal vorkommen. Selten noch in der heutigen Zeit, da viele professionelle Callcenter im Kundenservice-Bereich auch vernünftige Mikrofone einsetzen und die Räume dementsprechend auch schallisolieren, dass man nicht unbedingt alles hört, was da in dem Raum passiert. Naja, aber in einem Betrüger-Callcenter, da muss man ja im schlimmsten Fall, wenn die Polizei das ganze Ding mal hops nimmt, auch jederzeit schnell türmen können. Und dann will man natürlich auch nicht die teuerste Ausrüstung dort stehen haben. Ja, und das ist auf jeden Fall hier wieder rauszuhören, dass man sich hier nicht unbedingt finanzielle Mühe gegeben hat, um das Callcenter möglichst professionell zu gestalten. Hier geht es einfach nur darum, dass man möglichst viel Kohle abgrast und die Leute eben bescheißt. Mehr ist das hier nicht. Hallo? Ja? Ja? Haben Sie etwas gefunden? Ja. Okay. Ist es eine Visa oder Mastercard? Eine Dogsbank. Was Bank? Dogsbank. Können Sie gucken, ist es gültig? Ja. Mit der Dongswang-Karte sind sie natürlich wieder völlig überfordert, die Betrüger. Denn die Dongswang-Karte, die gibt's hier in Deutschland nur auf dem YouTube-Kanal Callcenter Terrorist zu holen. Und der Callcenter-Scambaiting, der nutzt die auch gelegentlich. Weiß nicht, ob der Telefonveräppler die auch mal hatte. Auf jeden Fall leihen wir uns die Kreditkarte alle gegenseitig mal aus. Es fängt an mit 4 oder 5? 9. Was? 9. 9? Ja. Was ist das denn? Dogswang. Nein, wir brauchen Kreditkarte. Ist Kredit. Können Sie bitte in Ihrem Spam- oder Junk-Mail gucken, ob Sie eine E-Mail von mir bekommen haben? Ja. Bitte, nochmal. Okay. Ja. Klicken Sie darauf, bitte. Nee, ich drücke nicht auf Links von Betrügern. Warum denken Sie, dass wir Betrüger sind? Ja, weil ich deine Zeit verplempern will. Was? Weil ich deine Zeit verplempern will, du Hohlbirne. Weil was? Weil ich deine Zeit verplempern will, du Hohlbirne. Das ist meine Arbeit. Ja. So, ich wüsste von da vorne, dass Sie das nicht hierher sind. So. Genau. Deswegen bleibst du ja auch so lange dran, weil du noch denkst, dass du noch ein bisschen Leute bescheißen kannst. Nein. Doch. Ich wollte nur, du wolltest nur Leute... Wie lange sie so reden würden. Mhm. Ich wollte nur mal gucken, wie lange du die Leute bescheißt. Das ist unsere Arbeit, aber ich bin keine Betrüger. Doch. Kriminelle. Nein. Eine Kriminelle. Ach so, echt? Ja. Oh mein Gott. Ja. Was sind Sie dann? Ich bin der Betrüger, der die Betrüger betrügt. Ach so. Ja. Okay. Mhm. Dann viel Glück, ja? Ja, habe ich, danke. Bitte. Tschüss, Betrüger. Ganz genau, es ist Ihre ganz normale Arbeit, logisch. Naja, das kann natürlich in Einzelfällen immer mal sein, dass Betrüger nicht wissen, dass sie Betrüger sind, weil man denen was anderes auf der Arbeit erzählt und naja, sie das halt für normal befinden, auch wenn man da irgendwann vielleicht hintersteigen müsste. Naja, aber was auch ein Fakt ist, dass das hier definitiv Betrug war, denn so verhalten sich Betrüger. Tja, ich hoffe, euch passiert sowas nicht. Ich hoffe, ihr informiert alle darüber, aus eurem ganzen Umfeld, dass jeder über diese Betrugsmaschen auch Bescheid weiß. Umso mehr Leute wir informieren, umso weniger können darauf reinfallen. Wer möchte, findet jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.